Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Time. Heute haben wir einige Baustellen vor uns. Und zwar das. Wir wollen heute alles benutzen. Wir fangen mit dem hier an. Graphitbarren. Uran. Und das bedeutet, ihr wisst, was es bedeutet, das heißt Add Big Reactors. Extreme. Okay, was heißt Extreme Reactors? Redstone und ein Dia, den ich von oben holen muss. Wenn dieses alles abgezählt. Okay, Gold und Eisen. Ich hatte ja gesagt, wir wollen direkt zwei Reaktoren bauen. Das machen wir jetzt direkt. So, zwei davon, dann braucht man noch zwei hiervon. So. So, zwei davon. Dann, davon brauche ich noch zwei. Und vier hiervon. Eins, zwei, drei, vier.
So, dann. So, 52. Gut, jetzt haben wir hier das abgeschlossen. Jetzt können wir rein theoretisch nämlich einen Reaktor bauen. Jetzt möchte ich das Deep Dark Portal bauen und dann einen weiteren Builder. Builder. Dafür brauche ich Bricks. Enderpearl, das. Lapislazuli habe ich. Das und das auf jeden Fall später noch. Die Dias und jetzt eine Shape Card. Gut, jetzt haben wir Shape Card, das. Jetzt brauche ich Lead 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Habe ich dann Denkfehler drin? Wie ging das Lied? Wie ging das Rezept denn nochmal? Zack. So, dann bauen wir jetzt erstmal kurz das Deep Dark Portal. Rating for Server.
So. Compressed und zack, Deep Dark Port. Ab ins Deep Dark. Okay, jetzt haben wir schon einiges geschafft. So, erstmal hier den kleinen Raum ausheben. Dann da kommt eine Control Rod hin, da kommt ein Control Rod hin. So, hier tun wir das rein. Jetzt bauen wir hier den Bilderblock auf. So, das war's dann jetzt auch schon fast. So, jetzt nur kurz die Space Card rein. Und wir können wieder nach Hause, weil bevor ich hier jetzt weitermache, möchte ich zuerst zu Hause das ME-System aufbauen. So. Jetzt brauche ich Charger Status Quartz, Nether Quartz und Redstone.
Damit können wir da Fluix Crystals machen. Unnatural. So. Add applied energistics. Wir brauchen Sticky Pistons. Das heißt, wir müssen wartet mal.